Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Blended Nomad, genau. Und wir haben uns jetzt hier in die Nähe von so einem Obelisken begeben. Und ich traue diesen Obelisken immer nicht so. Und da ich bin nämlich da auch mal verstrahlt worden, als ich da in der Nähe war. Und wir werden mal ganz vorsichtig hinfahren und mal gucken, was wir da... Es gibt auf jeden Fall eine Kiste, die irgendwo rumliegt und die können wir looten. Die ist daneben bei diesem Tisch. Aber meistens sind auch hier große Monster dabei. Ich fahre mal hier hoch, falls wir hier hochkommen. Jetzt sind wir natürlich im Schatten. Und unser Auto ist ja in der letzten Folge stehen geblieben, weil wir keinen Strom mehr hatten. Ich parke mal ein bisschen in der Sonne. So. So, wenn wir aussteigen, dann stoppt das Auto. So, ich kann aber auch bei mir mal das Flashlight ausmachen. So, wo ist denn jetzt hier diese Kiste? Ich glaube, es ist dieses Ding hier. Und da unten steht ein Monster. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier... Das ist ja toll. Eine Geschichte haben wir hier drin. Einsteigen. Wir kommen hier irgendwo hin. Alles klar, aber es hat jetzt nicht so viel gebracht, oder? Denkmalcontainer. Was muss denn hier rein? Das hat jetzt nicht so viel gebracht, oder? Jetzt stehen wir schon wieder im Schatten. Und zwar jetzt nicht so toll, oder? Da ist das Monster, was ich gesagt habe. Die sind eigentlich immer hier in der Nähe von diesen Obelisken. Aber bei den Obelisken habe ich sonst immer tolle Sachen gefunden. Ich würde gerne da entlang fahren. Und jetzt ist hier auch Strahlung. Ich würde hier doch gerne nicht langfahren. So, wir müssen ein bisschen aufpassen mit unserem Auto. Weil sehr schnell fährst du irgendwo dich fest. So, unser Obelisk, unsere Heimat ist da drüben. Ich fahre mal hier so entlang. Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt war ich bei diesem Obelisken und ich dachte, das wäre jetzt hier voll das Ding. Und es hat ja jetzt überhaupt nichts gebracht. Ich will mal kurz hier eine... You are nearing exhaustion. Hier ist immer noch Strahlung. Ich bin verstrahlt. Ich glaube, ich bin verstrahlt. Und wir müssen ganz dringend nach Hause. Ich sehe gerade, dass wir nicht ausgeruht sind und Hunger haben und Durst haben. Nicht, dass wir jetzt hier unterwegs sterben, weil da steht unser Auto nämlich hier rum. Und wir müssen dann wieder hierher laufen und müssen das holen. Huch. Viel zu dicht am Mikrofon. So. Und das hier wird doch nichts. So. Wir sind aber nicht so hügelig hierher gefahren. So, 600 Meter bis zu uns nach Hause. Wie gesagt, wir müssen sehr vorsichtig sein, damit wir mit unserem Auto nicht irgendwo einen Unfall bauen. Ins Wasser dürfen wir nicht fahren und dürfen natürlich auch nicht irgendwo in irgendeiner Erdspalte festhängen. So, da ist noch ein schöner Kürbis, den könnten wir gerade auf dem Weg noch mitnehmen.
Nein, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh Mann, ich habe ihn kaputt gemacht. Verdammt. Ich glaube, das war auch einer von unseren Guten. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin noch in der Fahrschule. Entschuldigung. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Oh. Oh, das ist, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Haben Sie schon lange da gewachsen? Sind Sie schon lange da gewachsen? Das, ja, tut mir... Mhm. Komm, hier. Und parken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie kriegen wir denn unser Auto jetzt aufgeladen? Jetzt hänge ich hier an der Lampe fest. Das ist ja echt nicht wahr. So, wir parken mal hier. Ich park mal hier in der Nähe von dem... Ich park mal hier in der Nähe von unserem Strom. Vielleicht werden wir dann aufgetankt oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe sonst immer hier... Schwupps, das Licht ausgeschaltet, wenn ich hier war. Ich glaube, diesmal haben wir gar nichts ausgelagert. Nee, das hat überhaupt nichts gebracht, unsere Tour. Das war eine langweilige Tour. Leider. Das hauen wir da rein. Das hauen wir hier rein. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt hier in der Zwischenzeit unser Anzug ist schon fertig. So, jetzt beginnt natürlich erst das hier, weil ich nicht aufgeräumt hatte. Müssen wir kurz warten, bis die Dinger durchgelaufen sind. Aber wir können natürlich unseren Anzug schon mal anziehen. So, Inventar. Hier einmal Aufrüstung. So, ist ein bisschen unspektakulär. Oh, wir müssen natürlich schlafen. Nee, erst was essen und was trinken. Sekunde, kann man aussteigen? Nein. Erst was essen und trinken. Good hydration secured. Das ist sehr gut. You're becoming tired. Oh, das ist schön. You are in a well-fed state. Danke. Und jetzt gehen wir schlafen. Jetzt. You are well rested. Danke. Ich weiß gar nicht, ob hier wirklich Zeit vergeht, während wir schlafen. Dauert noch 16 Sekunden, dann sind die Dinger durchgelaufen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Platz schaffen für unseres... Da, guck hier, jetzt läuft das Ding. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Platz schaffen. Vielleicht nehmen wir das raus. Da ist das Ding. Und das hier können wir nicht bauen, weil gerade diese Dinger hier fehlen. Die habe ich hier nicht drin. Und hier auch nicht drin. Dann bauen wir die kurz. 3 Stück davon. Ah, komm, 4 geht auch. So, hier ist das drin. Hier könnten wir ein bisschen was noch nachwerfen. Das Eisen kann hier eigentlich auch drin bleiben. So, ich will nämlich auf jeden Fall die neue Waffe haben. Die braucht 2 Minuten. Der neue Jetpack. So, jetzt wird es gleich Zeit, dass ich mal eine Pause mache, weil ich habe gar keine Stimme mehr. So, 2 Minuten 40 Sekunden müssen wir jetzt irgendwie überbrücken. Und da würde ich sagen, gehen wir mal kurz nach draußen. Wir müssen irgendwo Silber herbekommen. 2-mal Silber brauchen wir. Schon ein bisschen höher, oder? So, und unser Auto, gucken wir jetzt mal nach, wie da der Ladestatus ist. Bin nämlich da so ein bisschen. Konfigurator. 4%. Das ist natürlich jetzt doof. Ich hatte jetzt irgendwie nicht... Äh
Ich muss mal rausfinden, wie man die Dinger auflädt. Batteriegestell. Wahrscheinlich sind die Solarzellen nicht gerade so effektiv, oder? Wir könnten natürlich umbauen. Wir könnten zwei Solarzellen draufbauen. Steht da irgendwie dabei, was die Solarzellen liefern an Strom? Die liefert 400 Strom. Ne, die hat irgendwas 400 und irgendwas 250. Und die hat 250. Die hat 400. Die ist ein bisschen stärker. Die ist aber auch ziemlich groß. Können wir vielleicht vorübergehend C Anschluss das hier anschließen? Mach sie an. Ich hätte aber lieber gerne die Batterie angeschlossen. Das geht nicht. Vielleicht doch so. Wir checken das mal. Das hängt ja genau an der Batterie drin. Dran. Das sieht jetzt schlecht aus. Hinten, das ist zu 4% geladen. Hier vorne ist 4% geladen. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass wir das Ding vielleicht laden müssen. Kriegen wir da zwei Solarzellen nebeneinander? Nein, das kriegen wir nicht nebeneinander. Wir könnten die aber vielleicht drehen und dann noch eine hier dahinter stellen und so. Ich gehe mal aus dem Konfigurator raus. So, jetzt nehme ich nochmal die hier und setze die mal hier hin. Und jetzt machen wir noch eine dahinter. Dann ist natürlich unsere Ladefläche komplett ausgenutzt, gell? So eine Kiste müssen wir irgendwie schon mitnehmen. Vielleicht können wir die irgendwie seitlich dranhauen. So, pass auf, hier so. Geht ja auch. Gut, dann gucken wir mal. Die ist fertig. Die ist fertig. Die ist fertig. Und da fehlt uns jetzt die Panzerung. Mist. Gut, wir gehen aber hier in den Konfigurator. Anschluss. Einmal. Und zweimal. So, Energieverbrauch. 100 von 500 Watt wird hier verbraucht, wenn ich das richtig sehe. Wir können noch ein bisschen was dazu schmeißen. So. Das macht mir echt Sorgen hier. Ich habe bei meinem Spielstand, bin ich ganz oft mit meinem Auto rumgefahren, aber ich habe nie das Auto aufgeladen. Es muss da irgendeine andere Möglichkeit geben. Aber ich glaube, ich hatte auch hinten keine Batterie, keine Leuchten dran. Ich muss da vielleicht mir mal ein Video zu angucken, wie man... Oder muss das vielleicht hier in der Nähe von der Konsole stehen? Jetzt stehen wir hier an der Konsole. Was bringt mir das? Das habe ich nicht verstanden. So,
So, Essen und Trinken sieht gut aus. Wir müssen jetzt irgendwie so ein anderes Biom finden. Aber ich habe halt jetzt ein bisschen Angst, dass uns hier die Batterie ausgeht. Wenn es nicht mehr Tag ist. Panzerung fehlt, genau. Gut, wir gucken mal hier rein. Ja, Panzerung, hier sind keine mehr. Hier sind auch keine mehr. Aber jetzt müsste unsere Waffe auch fertig sein. So, hier ist noch eine Panzerung, die brauchen wir. Und hier ist unsere Waffe. Nee, was heißt unsere Waffe? Verbessertes Allzweckwerkzeug, verbesserte Leistung und weniger Stromverbrauch. Kann bohren, schneiden, konstruieren, dekonstruieren. Schneiden. Im äußersten Notfall als Waffe zu gebrauchen. Oh, stimmt. Ich habe das, glaube ich, eben mit meinem gemacht und es hat nicht funktioniert. Benötigt Batterie R zum Betrieb. Wenn alle Batterien erschöpft sind, schaltet das Multitool in den Backup-Modus und verbraucht die Energie des Anzugs. Primärer Modus, linke Maustaste liefert Ressourcen aus Bäumen, Venen, Erzen, benötigt mehr Energie. Sekundärer Modus, rechte Maustaste liefert keine Ressourcen, benötigt aber weniger Energie im Betrieb. Schön. Werden. So. Wir haben ja noch zwei Stellen frei. Ich weiß nicht. Konfigurator. Können wir da irgendwas bauen? Sauerstoffflasche. Sauerstofftank kann mit hohem Druck ausgestattet und Kohlenstofffilter erlaubt. Verlängertes Unterwasser. Oh. Ja, bauen wir doch die auch. Kohle. Silizium. Dann müssen wir eine Kohle holen. Da müssen wir eine Kohle holen. Dann nehmen wir mal hier ein bisschen Kohle raus. Gehen hier rüber. Hauen das hier rein. Und bekommen jetzt eine Sauerstoffflasche. Yeah. Die dauert 19 Sekunden zum Herstellen. Die habe ich noch nie gebaut. So, da ist sie. Und wir hauen die mal hier unten rein, oder? Ne, es geht nicht. Aha. Die ist jetzt einfach verschwunden, aber ich weiß jetzt gar nicht. Habe ich sie jetzt aufgebraucht? Ich glaube, ich habe die jetzt einfach sinnloserweise verbraucht und wir brauchten gerade gar keinen. Wir brauchten, glaube ich, gerade gar keinen Sauerstoff. Wir sind immer noch bei 4%. Gut, elektronische Teile brauchen wir hier, dafür brauchen wir Silber und Silber weiß ich gerade nicht, wo wir es herbekommen. Dann müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir vielleicht jetzt, ich würde ja auch gerne an der Basis mal so ein bisschen bauen, aber dafür hätte ich gerne einen schönen Hotspot, wo wir schön hinfahren können und wo wir auch alle Ressourcen so in der Umgebung haben, vielleicht so zwischen mehreren Biomen. Dass wir dann von einem Biom zum anderen gar nicht so weit haben. Aber dafür hätte ich halt gerne vorher die Karte hier. Und wir haben hier irgendwie noch nicht alles gefunden. Es könnte natürlich sein, dass ich hier... Nee, das war's nicht. Dass ich... Ach, was ist das denn für ein Modus? Sieh mal einer an hier. Guck das an. Es könnte natürlich sein, dass wir das in unserem... Wo ist denn dieses verbraucht ausrüstbar? Die kann man wegwerfen oder wir können... Vorräte? Nee, das ist es nicht. Wo ist denn unser Tagebuch sozusagen? Bauansicht? Nö, das ist es nicht. Warte. Das ist es auch nicht. Habe ich nachgeladen. Toll. Damit habe ich eine Batterie verschwendet. Pois. Wir hatten doch eben diesen Text da.
Diese Textansicht. Teleportieren. Optionen. Nee, ist das alles nicht das, was ich... Das ist alles nicht das, was ich suche. Wir hatten doch irgendwie unser... Wo ist denn unser Handbuch? Das ist unser Charakter, aber da ist ja nicht unser Handbuch dabei. Ich habe doch vorhin schon mal so ein paar Texte gehabt, dann habe ich gesagt, hier, Datenpad, da ist es doch. Tagebücher, vielleicht müssen wir da irgendwie ein Missionsupdate. Ganze Menge zu lesen, aber ich suche jetzt eigentlich gerade nach neuen... Gegenstände, Bausteine... Werkzeuge, wo ist denn hier Gegenstände, Ressourcen? Ich hätte gerne, mal jetzt noch gar nicht aufgeführt, was wir jetzt eigentlich brauchen. Panzerung MK1, Grundrahmen, Glas. Ich brauche nämlich Silber. Ich wollte jetzt gerade nachgucken, wo wir Silber herbekommen. Jetzt traue ich mich nicht mehr mit dem Auto wegzufahren, weil ich Angst habe, dass wir jetzt stehen bleiben. Wahrscheinlich dürfen wir nur tagsüber mit rumfahren, weil wir dann nämlich Strom aus den Solarzellen bekommen. Wir können ja nochmal hier hinten ein bisschen was einsammeln in der Zeit. Vielleicht mit Licht. So, da haben wir ein bisschen Früchte noch eingesammelt, aber essenstechnisch sieht es ja gerade gut aus. Das ist diese Pflanze, die uns anspuckt, die will ich nicht haben. Da hinten ist noch eine Pflanze. Ups, das war zu lange. Auch mit dem neuen Jetpack, das ist halt irgendwann zu Ende. So, Kräuter und Samen haben wir bekommen. Hier waren die fetten Bäume. Nicht auf mich fallen. Das hat ordentlich was gegeben, oder? So, hier ist jetzt ein Stein. Testen wir doch mal unsere neue Waffe an dem Stein. Oder unser neues Werkzeug. Schön. Geht auf jeden Fall schneller wie... Geht vor allen Dingen schneller wie vorhin. Und vor allen Dingen auch... weniger Stromverbrauch dabei. So, ich hätte jetzt nur gerne mal irgendwo die Information, wo ist denn jetzt hier... das andere Biom. Wir brauchen so ein anderes Biom, um so ein Steppenbiom, damit wir da ein bisschen Silber uns besorgen können. So, ein Silberbiom brauchen wir. Ich gehe jetzt mal hier vorne hin und wir gucken mal hier runter, ob wir da irgendwas sehen. Das sieht sehr merkwürdig aus, was da wächst. Da hinten läuft so ein Reh rum.
so ein Elch oder was das sein soll. Ziemlich bunt, die sehen ganz hübsch aus, aber die sind halt auch ziemlich gefährlich. So, wir müssen erstmal zurücklaufen. Wie weit ist es bis zu unserem... Das wird da oben überdeckt, ich glaube 300 Meter. Wir brauchen so ein Steppenbiom. Und ich wollte jetzt mal gucken, ob da drüben vielleicht sowas ist auf der anderen Insel. Es ist halt auch echt doof, dass man irgendwie keine Karte hat, weil wir noch kein Radar haben. Dafür brauchen wir 4 Silber. 290 Meter sind es noch. Sind wir doch ordentlich weit gelaufen. Da drüben, das ist jetzt eigentlich nicht so bewaldet. Das könnte eher so ein Steppenbiom sein. Aber ich glaube, der Boden war das schwarz, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, guck mal, das ist unsere Basis. Ich muss rausfinden, wie wir unser Auto aufladen können. Das ist mir tatsächlich in meinem Spiel gar nicht passiert. Und es ist auch nicht so, dass ich in meinem Spiel irgendwie auf leicht gespielt habe. Also die Tiere sind da eigentlich genauso gefährlich wie hier. Das macht mir jetzt so ein bisschen zu schaffen. So, da ist sie, unsere kleine Campbase. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt ein bisschen rumfahren und vielleicht an verschiedenen Stellen nochmal so eine Basis aufbauen und die vielleicht später dann mit so einer Hochbahn verbinden. Das würde ich ganz geil finden, weil man kann ja auch so Fahrzeuge bauen. Die habe ich euch im Hauptmenü bei der ersten Folge gezeigt, die dann an der Hochbahn so entlang fahren. Das würde mir sehr gut gefallen. Jetzt könnte man natürlich mit dem Auto rumfahren, aber die Folge ist leider rum. Ich würde sagen, wir versuchen das mal in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich euch erstmal auf Wiedersehen und hoffe, dass euch heute die Folge gefallen hat. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht wisst, wie man... Also vielleicht habe ich aber irgendwas übersehen und ich weiß irgendwas noch nicht. Dann schreibt mir es in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Ich muss das nicht alleine rausfinden. Ich finde es auch toll, wenn ihr mir das sagt. Irgendwie muss ich auch nochmal die Grafikqualität nach oben setzen. Ich habe die, glaube ich, wegen dem Autofahren runtergesetzt. Das ist noch nicht hier die höchste. Also, macht's erstmal gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.